Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir schauen uns weitere Trailer an. Ich habe euch gefragt, was ihr sehen wollt. Und unter anderem wurde noch der Godzilla 2 Trailer vorgeschlagen. King of the Monsters. Ich weiß nicht genau, zu welchem Godzilla das die Fortsetzung ist. Ich denke aber nicht zu dem, der vor kurzem erst rauskam. Sondern es müsste dann ja rein theoretisch zu irgendeinem alten Godzilla irgendwas sein. Ich weiß es nicht genau, Leute. Ich weiß es nicht genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn auf dem Thumbnail habe ich schon Millie Bobby Brown gesehen. Unter anderem Eleven aus Stranger Things. Die ich sehr, sehr gerne mag, sehr sympathisch finde und für sehr talentiert halte. Und cool finde, dass sie jetzt das erste Mal, glaube ich, in ihrem ersten richtig großen Hollywood-Film mitspielen kann. King of the Monsters lässt schon darauf schließen, dass es wieder so ein Shared Crossed Universe wird, dass hier vielleicht verschiedene Monster auftauchen. Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es herausfinden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und der Trailer wurde echt von euch hard oft requested. Deswegen musste ja irgendwas Spannendes passieren. Schreibt mir noch weitere Trailer rein von der Comic-Con oder auch die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Ja, ich schaue mal. Ein paar muss ich mir auf Englisch ansehen. Zum Beispiel der Titans-Trailer. Den gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Aber das werden wir auch noch hinbekommen, Leute. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt. Los geht's. Ah, da haben wir sie. Unsere Welt verändert sich. Das Massenaussterben, das wir befürchtet haben. Was ist das für eine Flagge? Paumia? Hat bereits begonnen. Und wir sind die Ursache. Wir sind die Infektion. Aber wie alle lebenden Organismen kämpft die Erde mit Fieber gegen diese Infektion. Mit ihren ursprünglichen und rechtmäßigen Herrschern, den Titanen. Seit Tausenden von Jahren halten sich diese Kreaturen auf der ganzen Welt versteckt. Holy shit. Und wenn nicht alle Titanen gefunden werden, wird unser Planet zugrunde gehen und wir mit ihm. Lol. Sie sind die einzige Garantie dafür, dass das Leben fortbesteht. Holy shit, Digga! Oh Gott, sieht das geil aus! Du hast deinen verdammten Verstand verloren! Tut mir leid, aber das ist der einzige Ausweg. Du bist ein Monster. Tut mir leid. Lang lebe der König. Oh, lol! Das ist der aus Game of Thrones, aber ich hab seinen Namen vergessen. Shit, Mann. Lol. Das war mal... Das ist ein Godzilla-Trailer, der tatsächlich mal gut aussieht. Was ist passiert? Also die restlichen, ich habe noch nie wirklich einen Godzilla-Film gesehen, muss ich sagen. Aber der Trailer auch mit Bryan Cranston sah, fand ich auch nicht so unglaublich stark aus. Sieht halt eher so ein bisschen immer trash-mäßig aus. Aber das sah echt gut aus, Mann. Holy shit. Wen hatten wir denn da? Wen hatten wir denn da alles? Also ist dieser eine Drache, also wir haben zwei Drachen, glaube ich, gehabt. Ich versuche gerade irgendwo diese Screens zu bekommen. Das ist Godzilla. Godzilla sieht fucking groß aus, Mann. Größer als in den restlichen Filmen, habe ich das Gefühl. Oder größer als im letzten. Hier, das ist ein dreiköpfiger Drache, das kann man sehen. Was schon mal fucking nice ist. Aber wir hatten am Anfang einen Eis gesehen. Und das war, der sah so ein bisschen aus wie Shang Long, fand ich. Das war aber nur ein einköpfiger Drache. Ich glaube nicht, dass das auch der dreiköpfige war, hier. Oder? Kann man jetzt schwer behaupten. Na, wobei, das könnte unten ein Kopf sein. Und das könnte auch ein Kopf sein. Also das ist auf jeden Fall ein Kopf. Könnte der dreiköpfige sein, wobei zwei Drachen wären noch ein bisschen hart. Dann hatten wir noch so einen riesigen Schmetterling, eine riesige Schildkröte und noch einen riesigen Vogel, glaube ich.
Wenn ich das bis jetzt richtig entdeckt habe. Und Godzilla halt. Holy shit, das sieht fucking nice aus, Mann. Ich find's echt gut. Ich find's echt gut, auch mit der Musik. Ich habe teilweise echt wirklich harte Gänsehaut bekommen, was ich nicht gedacht hätte. Und ich fand auch, dass das alles ganz gut gepasst hat. Auch es wurde hier mehr nicht so dieser gruselige oder monströse Faktor gezeigt, sondern mehr dieser schöne und künstlerische Faktor. Auch als Godzilla so aus dem Wasser aufgestiegen ist und dann diesen, ich weiß gar nicht, Energiestrahl in die Luft gefeuert hat. Auch mit der Musik, da habe ich echt harte Gänsehaut bekommen. Das sah sehr künstlerisch und sehr schön aus. Ich weiß nicht, wer Regie geführt hat, leider. Aber das sind echt schöne Bilder, die hier entstanden sind, fand ich. Und auch das hier sieht einfach echt majestätisch aus. Du hast deinen verdammten Verstand verloren! Tut mir leid, aber das ist der einzige Ausweg. Also ich habe echt Lust auf den Film. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt Lust auf den Film. Sieht echt gut aus, finde ich. King of the Monsters. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, wer da so drin vorkommt. Ob wir noch bekannte, sage ich mal, kennen, bekannte Monster, sowas wie King Kong oder keine Ahnung was. Wobei King Kong ist ja eigentlich ein bisschen ausgelutscht mittlerweile schon. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es sah echt fucking nice aus und echt mal wieder nach einem Godzilla-Film, den man sich gut geben kann oder wo man sich freut, den zu sehen. Meiner Meinung nach. Schaut rein, ob es euch ähnlich geht, ob ihr den auch so nice fandet, den Trailer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch oder heute irgendwann noch mit ein paar mehr Videos, Leute. Denn jeden Tag 5 Videos. Ich muss los, Leute. Wir sehen uns. Ciao. Flo, der Flo, Mann, der Hype ist real. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst halt nur Reactions. Doch machst du die besten.